Boah, wird hart jetzt, denn heute geht's um die AfD. Nico und ich haben uns mal hingesetzt und ein bisschen was über die Partei recherchiert. Wofür stehen die eigentlich so? Was steht im Wahlprogramm? Wie viel glauben sie der Wissenschaft? Und wie schlimm ist das bei denen mit der Ausländerfeindlichkeit wirklich? Und was da rausgekommen ist, ich kam nicht auf mein Leben klar. Dieses Video hier ist jedoch nicht, um einfach nur das zu wiederholen, was eh schon jeder weiß, oder wahllos die Partei schlecht zu reden, sondern vor allem für die, die denken, die AfD könnte eine wirkliche Alternative darstellen. Die keine rechtsextremistischen Ansichten haben, die teils nazihaften Aussagen einiger AfD-Politiker sogar verurteilen, aber sich von den anderen Parteien einfach nicht mehr vertreten fühlen. Für all die Leute, die denken, die AfD in der Macht könnte das Land verbessern, lasst mich euch sagen, mit denen wird es noch viel, viel schlimmer. Und das werde ich euch jetzt beweisen. In diesem Video geht es um unfassbar gefährliche Wissenschaftsfeindlichkeit, die das komplette Land gefährden. Es geht um Homophobie, den Versuch, Frauen zu unterdrücken, wieder legal zu machen, unfassbar ekelhaftem Rassismus und generelle Menschenfeindlichkeit. Es geht darum, wie die Politik der AfD neben Migranten vor allem den eigenen Wählern schadet. Es geht um Lügen, bewusstes Desinformieren, Fakten verdrehen und die wildeste Propaganda, um die eigene Ideologie irgendwie durchzuboxen. Wie die AfD plant, auch dich abzuschieben, selbst wenn du deutscher Staatsbürger bist. Und der Pläne der AfD, die fast eins zu eins der Machenschaften von Hitler und dem Dritten Reich gleichen. Dazu, auch wenn es maybe manchen so rüberkommt, ich will hier in diesem Video die AfD nicht zerstören. Darum geht's hier nicht. Ich werde hier in dem Video lediglich aufzeigen, wie die AfD sich mit unfassbar schlechter Politik schon längst selbst zerstört hat. Alles, was in dem Video gesagt wird, wird wie immer natürlich mit Quellen belegt. Wir haben hier 35 Seiten bzw. 311 Quellen, auf denen dieses Video aufbaut. Ihr wisst, wenn so ein Video kommt, ist es ordentlich gemacht. Los geht's. Zwei kleine Mini-Infos noch vorab. Für die Politikinteressierten wird es vielleicht komisch sein, aber alle Fachbegriffe, die vielleicht nicht jeder kennen könnte, werden entweder mündlich oder mit einer kleinen Texttafel erklärt. Ich will, dass abseits von Alter, Bildungsgrad oder politischem Interesse jeder das Video hier gucken und auch verstehen kann. Und für die neueren Zuschauer, die Quellen sind nicht als Link im Video, sondern ein kleines Kürzel in der Ecke führt zum Quellendokument. Sollte jemand was überprüfen wollen, was gesagt wird, kann man das ganz easy über das Quellendokument machen. So, jetzt ist alles erklärt, fangen wir an. Lass uns aber erstmal klären, für was die AfD so steht. Für welchen Bürger macht sie so Politik? Denn sie stellen sich ja sehr gerne so als Partei des kleinen Mannes dar. So sind sie zum Beispiel gegen ein zu hohes Renteneintrittsalter. Ihre Forderung, Rente erst mit 70? Schreiben wir auf. Abseits davon gibt sie sich ja immer wieder als sehr familienorientierte Partei. Die Familie stark machen. Die AfD möchte Alleinerziehenden helfen. Und sie sagen, sie setzen sich für Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen und sonstige Geringverdiener ein. Ich habe Ihnen gerade unsere Anträge auch vorgestellt, die wir im Bundestag klar einbringen, was klar zur Entlastung von Familien und Geringverdienern beiträgt. Wir wollen vor allem Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen finanziell entlasten und Mut zu Kindern machen. Okay, schreiben wir auf. Auch in der Bauerndebatte haben sie sich klar positioniert. Wir stehen an der Seite unserer Bauern. Kommt auch auf die Liste. Und auch beim Wohnungsmarkt wollen sie, dass diese nicht teurer werden und man sich Wohnungen wieder leisten kann. Für bezahlbares Wohnen. Bap. Drauf da. Und grundsätzlich sagt die AfD, dass man Geringverdiener und den Mittelstand entlasten muss. Wir fordern weiterhin massive Entlastung des Mittelstands. Die AfD möchte Geringverdiener entlasten. Schreiben wir auch auf. Für das hier sind sie alles. Also die AfD sagt, sie würde Politik machen für Familien, für Geringverdiener, für den Mittelstand, für nicht so Mietpreise, die Älteren, die nicht erst mit 70 in Rente gehen sollen, Bauern oder halt eben umgangssprachlich gesagt dem kleinen Mann. Das geben sie ja schon sehr klar mit solchen Wahlversprechen hier von sich. Nur das Interessante ist, sie sagen das zwar, aber fordern intern dann was ganz anderes. Und wie dreist sie euch da anlügen, zeige ich euch jetzt. Fangen wir mal bei den Rentnern an. Da habe ich euch gerade ja noch gezeigt, arbeiten bis 70, nein danke. Aber in ihrem Wahlprogramm steht, dass man erst nach 45 Beitragsjahren in die gesetzliche Rente gehen darf. Was aber halt eben bei 40% der Bevölkerung erst nach dem 70. Lebensjahr wäre. Bei Frauen wären das sogar knapp 50%, die erst nach dem 70. Geburtstag in Rente gehen dürften. Also es wird halt mit solchen Wahlplakaten was versprochen, aber was die AfD dann wirklich plant und umsetzen möchte, ist halt eben was ganz anderes. Und so geht's halt eben mit einer Menge Punkte weiter. Die AfD hat ja schon eher ein familienfreundlicheres Image. Pro Ehe, pro Kind und so, ne? Zukunft braucht Familien, Vater, Mutter, Kinder.
Und wenn du eine Familie mit Vater, Mutter, Kind bist, bekommst du sogar mit deren Politik 20 Euro mehr im Jahr. Ein Ehepaar mit zwei Kindern und kleinem Einkommen hätte mit ihrer Politik maximal 20 Euro im Jahr mehr. Auch das ist doch keine echte Politikwende für diese Leute. Alle Familien gerade so? Jawohl, ja! Geil, Mann! Aber solltest du auch nur minimal von derer perfekten Ideologie abrutschen, ist auch schon ganz schnell wieder vorbei mit der Freude. Denn wenn du zum Beispiel schwul bist, soll dir erstmal das Recht auf Ehe entzogen werden. Die AfD-Fraktion lehnt die gleichgeschlechtliche Ehe ab. Ja, chillig. Gehen wir aber später noch drauf ein. Aber auch Alleinerziehende werden richtig rangenommen. Gerade hieß es ja noch, wir wollen geringverdienenden Familien helfen. Oder auch, die AfD möchte Alleinerziehenden helfen. Das Ding ist, danach kommt aber ein sehr großes Jedoch. Die AfD möchte Alleinerziehenden helfen. Sie ist jedoch gegen jede finanzielle Unterstützung von Organisationen, die eine Einelternfamilie als normalen, fortschrittlichen oder sogar erstrebenswerten Lebensentwurf propagieren. Für die 23,2% der Alleinerziehenden, die es in Deutschland gibt, ja, wir wollen dir helfen, aber wenn dir eine Organisation finanzielle Unterstützung anbietet, ja, dann unterstützen wir diese zukünftig nicht mehr. Weil alleinerziehend zu sein, ist nichts Normales. Du und dein Kind seid nicht normal. Ja, cool, ne? Und wenn ihr arbeiten gehen wollt und euer Kind halt eben in die Krippe geben möchtet, wenn es halt eben noch unter 3 Jahre alt ist, dann zieht ihr die AfD so richtig schön, zack, den Teppich unter den Füßen weg. Weil dein Kind in die Krippe bringen, ist dann nicht mehr so einfach möglich, denn die AfD ist dagegen, dass es sowas wie Krippen gibt. Ja, cool, 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 cool. Da greift ihr den Familien ja richtig schön unter die Arme. Aber das Ding ist, es wird auch eben weniger Alleinerziehende geben, denn die AfD hat Bestrebungen, dass du auch nicht mehr so einfach aus deiner Ehe rauskommst. Denn sie wollen ein altes Gesetz, welches 1977 zu Recht abgeschafft wurde, wieder einführen. Denn dort heißt es, dass du nur aus deiner Ehe raus darfst, wenn jemand große Scheiße gebaut hat. Das bedeutet, wenn jemand missbraucht wurde, jemand fremdgegangen ist oder was auch immer. Und wenn es einfach nicht mehr passt, ihr nicht mehr liebt oder was auch immer, dann sorgt die AfD mit ihrem familienfreundlichen Programm dafür, dass du zwanghaft in deiner Ehe bleiben musst. Mann, sind die familienfreundlich. Und mit so einem heuchlerischen Verhalten geht's halt immer und immer weiter. Ihr habt ja wahrscheinlich alle die Bauernproteste mitbekommen. Ging ganz vereinfacht gesagt darum, dass die Politik halt eben plant, den Bauern weniger Steuersparnisse zu geben. Da hat die AfD ja so richtig Wirbel gemacht, pro deutsche Bauern. Wir müssen den Bauern unbedingt unter die Arme greifen. Und da könnte man ja denken, die AfD wolle den Bauern helfen. Ja, lol. Parteiprogramm, Seite 88. Landwirtschaft. Mehr Wettbewerb, weniger Subventionen. Die EU-Subventionen nach dem Gießkannenprinzip sowie bürokratische Überreglementierung sind Schritt für Schritt zurückzufahren. Stark, Alter. Stark. Richtige Macher seid ihr. Und bei den Mieten dann wieder genau das Gleiche, schreiben richtig stolz auf ihre Plakate für bezahlbares Wohnen. Aber als es dann eben in der Abstimmung darum geht, dass Vermieter nicht ihre Preise ins Unermessliche anheben dürfen, stimmt man natürlich dagegen und so weiter. Aber der letzte Punkt auf der Liste, Entlastung der Mittelschicht und Geringverdienern, ist eigentlich der krasseste. Weil wir erinnern uns, da haben die ja richtig Werbung für Entlastungen so gemacht, was by the way auch übertrieben Sinn ergeben würde. Die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland öffnet sich immer und immer weiter. Allein die reichsten 0,1% in Deutschland haben 15 mal so viel Vermögen wie die ärmsten 50% zusammen. Aber was die AfD durchsetzen möchte, ist absolut bodenlos. Denn einerseits fordern sie, dass man bei hohen Summen, die man vererbt, keine Steuern mehr zahlen muss, was natürlich den absolut Reichsten in die Karten spielen würde. Aber andererseits findet die AfD einen Mindestlohn von 12 Euro zu hoch. Was? Dazu will die AfD Spitzenverdienern noch weitere Steuersenkungen geben, aber wollen auf der anderen Seite für einen Teil der Bürgergeldempfänger dieses nach 6 Monaten nicht mehr zahlen. Also Reichen mehr Steuern nehmen und Ärmeren Steine in den Weg legen, ist so ungefähr das Gegenteil von Mittelstand und Geringverdiener entlasten. Aber das kommt halt eben auf Reden und Plakaten nicht so gut an. Und das absolut krasse an der Sache ist, die Politik, die die AfD bestrebt zu machen, würde neben Migranten vor allem den eigenen Wählern schaden. Und dafür hat sich übrigens schon der Begriff AfD-Paradoxon etabliert, weil es gibt mehrere Artikel, wo Ökonomen das mal durchgerechnet haben. Ökonomen rechnen nach. Als erstes schadet die AfD ihren eigenen Wählern. Vor allem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat das ganz gut dargestellt. Die Erklärung dazu wäre jetzt viel zu viel für so ein Video hier, aber lest euch selber sehr, sehr gerne durch. Deswegen können wir auch eigentlich auf die Liste packen, dass die AfD vor allem Politik gegen den eigenen durchschnittlichen Wähler macht und ihm auch schadet. Und ich finde das krass. Also vor den Recherchen hier dachte ich auch, okay, sind rechtsextremistische Faschisten in der Partei, werde ich niemals wählen. Aber für das
deutsche Volk für den kleinen Mann, sind sie ja bestimmt da. Aber nee, so gar nicht. Wisst ihr, was übrigens auch nicht gut für das deutsche Volk ist? Wissenschaftsfeindlich zu agieren. Denn nicht nur, dass die AfD der Wissenschaft nicht glaubt, sie handelt exakt gegensätzlich zu dem, was alle Wissenschaftler weltweit fordern. Und wie gefährlich das ist, zeige ich euch jetzt. Erinnert euch noch an die AfD-Politik in der Corona-Zeit? Dort waren sie ja immer gegen Masken, gegen Einschränkungen und vor allem gegen Merkel! Gegen die Regierung. Egal ob Große Koalition oder auch Ampel. Aber was ist, wenn vor allem der Punkt gegen das, was die Regierung sagt, wichtig ist, weil es sonst den einen oder anderen potenziellen Wähler verschreckt hätte? Denn am Anfang von Corona, als die Bundesregierung noch nichts gemacht hat, war die AfD für ein strengeres Eingreifen der Bundesregierung. Dort gab alles Weile noch von sich. Nichtstun der Bundesregierung gefährdet Leib und Leben der Menschen. Die stellvertretende Bundessprecherin Dr. Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundesfraktion, fordert die Bundesregierung auf, konkrete Schritte zum Schutz der Menschen bezüglich des Coronavirus einzuleiten, statt Handlungsempfehlungen zu geben. Ich fordere die Bundes- und Landesregierungen auf, dem Beispiel vieler europäischer Länder zu folgen und endlich die entsprechenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung einzuleiten. Das Handeln der Politik ist fahrlässig und gefährdet Leib und Leben der Menschen in unserem Land. Oder eben auch, die Regierung unternimmt nichts, um die Risiken für die Bevölkerung zu minimieren. Sie waren da eben gegen nur Empfehlungen, dementsprechend für klare Regeln und Maßnahmen. Die AfD in Halle forderte sogar laut Du bist Halle schon im März eine Maskenpflicht. Aber als die Bundesregierung dann genau das getan hat, also es Maskenpflicht für Ärzte, Supermärkte und Co. gab, als es Impfstoffe gab, als es konkrete Pläne gab, die Corona bekämpfen sollten, wissen wir alle, wie sie dann drauf waren. Einige AfD-Bundestagsabgeordnete leugneten die Krankheit plötzlich. Die Krankheit gibt es in Statistiken, aber nicht in der Realität. Andere Politiker erfanden Fakten, um gegen die böse Impfung zu wettern. Unangenehm wurde es etwa kürzlich für die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel, als sie in einem TV-Interview kurzerhand Fakten erfand. Sie haben, als die Regierung den Ernst der Lage erklärt hat, Corona komplett runtergespielt. Und das wirkt ja schon ein bisschen anders als am Anfang, oder? Naja. Aber kann es sein, dass die Wissenschafts- und Regierungsfeindlichkeit auch daher kommt, da es bei den Wählern einfach gut ankommt? Es gibt nämlich eine Umfrage des WSI, das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut. Und die haben herausgefunden, dass AfD-Wähler schon mal grundsätzlich weniger Vertrauen in alles haben. In Gerichte haben sie zum Beispiel nur 18% großes Vertrauen, Wähler anderer Parteien sind dabei 56%. In öffentlich-rechtliche Medien nur 6% großes Vertrauen, andere liegen dabei 38%. Und in die Bundesregierung sind es nur 3% großes Vertrauen, wohingegen es bei Wählern anderer Parteien zumindest 21% sind. Also natürlich kann es kompletter Zufall sein, dass bei öffentlich wirksamen Themen die AfD einfach nur immer gegen die Regierung ist. Aber ich wollte es einfach mal in den Raum geworfen haben, dass natürlich auch nicht schlecht bei den Wählern ankommt. Und auch beim Thema des menschengemachten Klimawandels sieht es genau gleich aus, denn dort ist die AfD immer für genau das Gegenteil, was die Regierung plant und umsetzen möchte. Die Leugnung der AfD gegenüber des menschengemachten Klimawandels fängt schon damit an, dass sie kollektiv der Wissenschaft nicht glauben. So meint dieser AfD-Landtagsabgeordnete das hier zum Beispiel. Die Grünen sagen immer, man soll beim Klima auf die Wissenschaft hören. Es sind aber die gleichen, die sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Geht hier übrigens als Gendern als soziales Konstrukt nicht um die biologischen Geschlechter? Um die Debatte soll es hier aber auch nicht gehen. Aber auf was sollst du denn sonst bei einem wissenschaftlichen Thema hören? Als auf die Wissenschaft. Dazu, um einmal alle abzuholen, ob die AfD an den menschengemachten Klimawandel glaubt oder nicht, kann man folgende Antworten eigentlich repräsentativ nehmen. Sie sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht? Mhm. Es gibt dafür in der Tat keinen Nachweis. Wie hältst du es denn mit dem menschengemachten Klimawandel? Gibt es den? Ich denke nicht, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt. Wir sollten die Sonne verklagen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Und wer sich jetzt schämt, mal so eine Partei vielleicht gewählt zu haben, egal, beim nächsten Mal wählen, einfach nochmal überdenken. Aber TJ, die sind sich ja wohl sehr sicher, dann werden die das ja wohl im Parteiprogramm oder auch in Talkshows sehr gut erklären können, oder? Oder? Ja, wie die AfD versucht, ihren Wählern im Parteiprogramm zu erklären, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt, gucken wir uns jetzt an. Die AfD verbiegt für ihre Wähler so oft die Fakten, dass ihre Meinung sich mit der Wissenschaft deckt. Das ist echt wild.
Weil im Parteiprogramm sagen sie, ich zitiere, im 20. Jahrhundert stieg die globale Mitteltemperatur um etwa 0,8 Grad. Seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gibt es jedoch im Widerspruch zu den IPCC-Prognosen keinen weiteren Anstieg, obwohl in diesem Zeitraum die Kohlendioxidemissionen stärker denn je gestiegen sind. Sie beziehen sich da auf diese Grafik hier und da sieht es ja wirklich aus, als wenn die Temperatur nicht steigen würde. Das Ding ist, was die AfD aber bis heute nicht verstanden hat, beziehungsweise, ich glaube, sie haben es schon verstanden, wollen es aber verschleiern, ist, dass man im Punkto Klima sich nicht nur ein paar Jährchen angucken muss. Weil wenn man diese Grafik hier einfach mal ein bisschen aufzieht, sieht schon wieder ganz anders aus, ne? Und wenn man dann vielleicht noch eine Grafik mit CO2-Wert dazu zieht, sieht es nochmal anders aus. Aber anstatt die kompletten Datenlage zu zeigen, zeigen sie einfach nur diesen kleinen Mini-Ausschnitt, der sich irgendwie mit ihrer Meinung deckt. Gut, mit Wissenschaft hat es irgendwie nicht so gut funktioniert, die eigene Meinung zu bekommen. Gibt es denn aber irgendwelche Wissenschaftler, die sich auf der Seite der AfD befinden? Das hat man mehrfach versucht rauszufinden und verschiedene AfD-Politiker befragt. Fangen wir erstmal bei Guido Reil, bei Markus Lanz an. Wie kommen Sie auf die Idee, dass man den Klimawandel aus guten Gründen bezweifeln kann? Was sind diese guten Gründe? Also weil wir tatsächlich glauben, dass es wissenschaftlich nicht einen einzigen Beweis gibt. Also einen Klimawandel gab es schon immer. Ja. Vor 800 Jahren war Grönland grün. Kurzer Einwurf meinerseits, Grönland war vor 800 Jahren nicht wirklich grün, sondern eher so vor 800.000 Jahren. Versprecher um Faktor 1000, aber kann ja mal passieren beim Thema Wissenschaft. Also der Klima wandelt sich, aber welcher Einfluss Menschen tatsächlich darauf haben und welcher Einfluss CO2 darauf hat, ist wissenschaftlich in keinster Weise bewiesen. Wieso sagen Sie das so dezidiert, so klar? Also haben Sie Leute, die sagen, Wissenschaftler, ernstzunehmende Leute, die sagen, da gibt es gute Gründe daran zu zweifeln. Das kann man, diese Kausalität gibt es nicht. Gute Wissenschaftler, die das Beispiel, sagen. Nennen Sie einen Namen. Also das Klimathema ist jetzt nicht mein Thema, ich bin Bergmann. Ich kann Ihnen was über Kohle erzählen. Also er kommt mit dem Argument, dass es gute Wissenschaftler gibt, die daran zweifeln, aber kann absolut niemanden nennen. Ja, liegt vielleicht daran, dass es einfach keinen gibt. Aber okay, er ist ja auch nur Bergmann. Fragen wir doch mal den energiepolitischen Sprecher der AfD. Der sollte sich ja wohl ein bisschen besser auskennen, oder? Steffen Contré versucht jetzt gleich, die Standpunkte der AfD zu vertreten, dass der Klimawandel nicht menschengemacht sei. Das fing damit an, dass Contré erstmal die Glaubwürdigkeit des IPCC-Reports anzweifelte. Also nochmal zur Erinnerung und ganz vereinfacht erklärt, die Sammlung aller wissenschaftlicher Ergebnisse, tausender Wissenschaftler und wissenschaftlicher Arbeiten mit Kontrollinstanzen, stetiger gegenseitiger Überprüfung und der Einbehaltung wissenschaftlicher Standards und so weiter. Es gibt durchaus Leute, die am wissenschaftlichen oder am Bericht des IPCCs mitgearbeitet haben, die sich heute davon abwenden. Da gibt es verschiedenste Namen. Wer? Das spielt keine Rolle. Lüning zum Beispiel. Das spielt eine Rolle jetzt gerade hier. Ja, Lüning zum Beispiel. Und viele andere auch. Wir müssen uns da gar nicht verengen. Doch. Lüning arbeitet aber vor allem bei RWE. Ob es da einen kleinen Interessenkonflikt gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Später nennt der energiepolitische Sprecher der AfD aber wirklich noch einen Wissenschaftler, der sein Argument bestärken soll. Welcher Wissenschaftler sagt Ihnen, ernstzunehmender Wissenschaftler, dieser Klimawandel, der gerade stattfindet, ist nicht menschengemacht? Wer sagt Ihnen das? Nehmen wir zum Beispiel den Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Gut, der ist jetzt nicht wirklich in der Klimaforschung aktiv, aber er ist wirklich ein Nobelpreisträger und auch ernstzunehmender Wissenschaftler. Aber was hat denn der gesagt? Also Herr Zeilinger hat eben gesagt, dass sich die Wissenschaft nicht sicher sein kann, die Zukunft vorherzusagen mit Sicherheit. So, Das ist ja ein ganz allgemeingültiger Satz. Und erstmal ja, Wissenschaft ist keine Wahrsagerei. Das Ding ist nur, derselbe Wissenschaftler, der scheinbar sehr vorsichtig mit Vorhersagen ist, ist genau derselbe Wissenschaftler, der 2017 auf die Straße gegangen ist, um gegen Klimaleugner umgehen Leute wie die AfD zu protestieren. Jetzt Herr Contré, ganz kurz, der Nobelpreisträger, den Sie gerade zitiert haben, ne? Der Quantenphysiker. Kollegen in der Regie haben das gerade recherchiert. 2017 zusammen mit anderen auf die Straße gegangen, weil er sich Luft machen wollte, weil er sauer war über Klimaleugner. Das ist der Mann, den Sie gerade als Kronzeugen zitieren. Das ist natürlich jetzt blöd. Es scheint fast so, als könnte die AfD keinen einzigen Wissenschaftler und kein einziges Argument für ihren Standpunkt nennen. Aber okay, eine Chance geben wir noch. Können Sie auch nur einen Wissenschaftler nennen, der irgendwie auf Ihrer Seite ist? Sie sind energiepolitischer Sprecher der AfD. Richtig. Sie beschäftigen sich mit diesem Thema. Deswegen, wenn Sie sich damit beschäftigt haben, nochmal die Frage, wer sind die Wissenschaftler, auf die Sie sich berufen? Wir müssen mal das Gesamtbild betrachten, Herr Lanz. Ja gut, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Vielleicht ist er ja auch nur ein Bergmann.
Das Problem ist aber eigentlich ganz klar. Auf der einen Seite haben wir tausende Wissenschaftler, die ihr komplettes Leben damit verbracht haben, wissenschaftlich und faktenorientiert zu arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die wissenschaftliche Themen für ihre eigenen politischen Ziele verdrehen. Besonders seit die AfD auf der Bildfläche erschienen ist, sehen wir, wie sich die Art, wie wir über bestimmte Themen reden, verändert hat. Es geht darum, dass man versucht, Leuten, die wirklich Ahnung haben, nicht mal zu glauben und stattdessen Zweifel zu säen. Ey, und es funktioniert. Die AfD haben mehr Leute, die der Wissenschaft nicht glauben, als alle anderen Parteien zusammen. Und selbst wenn die AfD wirklich all dem glaubt, was sie von sich gibt, dass sie das nicht nur für ihre eigene Ideologie so sagen, dann finde ich es rein vom menschlichen Verständnis umso krasser, wie eine Partei so wissenschaftsfeindlich denken kann und lieber auf ihre kleinen Bauchgefühlchen hört. Und was man bei dem Punkt auch schnell vergisst, ist es auch verdammt gefährlich, so drauf zu sein. Weil ich glaube, man hat so ein bisschen vergessen oder einfach nicht mehr auf dem Schirm, was passiert, wenn wir die Klimakrise weiter so vorantreiben wie jetzt gerade. Für die, die das damalige Rezo-Video nicht mehr im Kopf haben, hier einmal die wahrscheinlichsten Prognosen. Denn es wird nicht einfach nur ein paar Grad wärmer an manchen Tagen. Der Klimawandel hat massive Einflüsse auf unser Leben. Die folgenden Zahlen und Fakten habe ich übrigens aus dem neuesten IPCC-Report. Also, wie gerade erklärt, kaum etwas wird so doll auf seine Richtigkeit kontrolliert wie dieser Report. Also, wenn man etwas Glauben schenken kann, dann dem. Aktuell haben wir eine Erderwärmung von ca. 1,1 Grad. Diese fördert jetzt schon ein Massensterben von unzähligen Tierarten. Das letzte Massensterben hatten wir übrigens vor 66 Millionen Jahren. Damals kam ein Asteroid auf die Erde gebrettert. Nur mal so zur Dimension. Dazu nehmen jetzt schon alle Extremwetterereignisse zu. Landstriche gehen gerade unter, es wird mehr Dürren geben, es wird mehr Flutkatastrophen geben und so weiter. Das passiert gerade bei 1,1 Grad Erderwärmung. Und die Politiker haben damals im Pariser Abkommen beschlossen, dass wir die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad beschränken müssen. Bei 1,5 Grad wird übrigens alles einfach noch schlimmer als gerade. Also noch heißer, pro Jahr tausende Hitzetote allein in Deutschland, mehr Flutkatastrophen. Das Ding ist aber, diese 1,5 Grad sind, wenn sich nicht jetzt sofort alles ändern würde, eigentlich nicht mehr erreichbar. Und wir steuern gerade sehr direkt auf die 2 Grad zu. Und ab da wird es ziemlich eklig, weil alle Extreme werden nicht nur noch extremer, vor allem die Klimaflüchtlinge, die wir ja auch in Deutschland aufnehmen müssten, werden deutlich zunehmen. Kommen wir aber gleich noch zu. Und auch die Kosten für die Schäden werden alles Erdenkliche sprengen. Was auch richtig cool ist, bei 2 Grad kommen auch so langsam die sogenannten Kipppunkte zum Einsatz, die alles noch viel, viel komplizierter machen. Weil der Klimawandel läuft halt eben nicht linear ab, sondern eben in Phasen. Und da diese auch noch verzögert sind, ist es halt eben sehr schwer zu prognostizieren, was alles passieren wird. Einer dieser Kipppunkte ist das Schmelzen der Polarkappen. Ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen einfach eine große Welle auslöst, sollte er einmal beginnen. Ähnlich verhält es sich mit dem Permafrost in Sibirien. Wenn er taut, setzt er große Mengen an Methan und Kohlenstoff frei, was die Klimakrise weiter vorantreiben würde. Sollten diese natürlichen Barrieren übrigens brechen, oder eher gesagt schmelzen, löst das einen Teufelskreislauf aus, den wir alle nicht erleben wollen. Aber was passiert, wenn es noch heißer wird? Bei 3 Grad wird es nicht nur Dürren geben, nee, große Mengen der Menschheit werden an Hungersnöten leiden. Hitzewellen werden zu einem globalen Problem, Ökosysteme werden weiträumig zusammenbrechen, Hurrikane, Brände, Flutkatastrophen, alles nimmt zu. Ach, und hunderte Millionen werden auswandern müssen. Nicht, weil sie wollen, sondern weil da, wo sie leben, es dann teilweise einfach nicht mehr gibt. Wenn ihr jetzt schon denkt, wir hätten eine Flüchtlingskrise, ja lol. Nicht nur ein paar Millionen werden nach Europa kommen, nee, hunderte Millionen werden dann nach Europa kommen. Und an die AfDler, die denken, ja, wir könnten die dann einfach wieder zurückschicken. Ja lol, das geht dann nicht mehr, weil da, wo die herkommen, gibt es dann nicht mehr. Und vor allem, wenn man Flüchtlinge im eigenen Land nicht so geil findet, wäre der effektivste Weg gegen sie, gegen den menschengemachten Klimawandel vorzugehen, statt ihn zu leugnen. Das Ding ist, es geht ja aber natürlich noch schlimmer, weil bei spätestens 4 bis 8 Grad kommen wir in eine Spirale, die man nett gesagt auch Apokalypse nennen könnte. Da wären Großteile der Menschheit nicht nur hungrig, sondern wahrscheinlich auch tot und der Planet wäre nicht mehr wiederzuerkennen. Das sind alles Szenarios, die kommen können. Wir haben den Planeten schon echt gut auseinandergenommen. Viele Dinge sind irreversibel, also nicht mehr rückgängig zu machen. Und da sollte unser aller Bemühen sein, nicht noch mehr irreversibel kaputt zu machen. Aber wisst ihr, was die AfD möchte? Deutscher Bundestag, September 23. Für die AfD gilt, Klimaschutz ist ein politischer Kampfbegriff. Das Klima lässt sich nicht schützen. Der menschliche Einfluss auf das Klima ist umstritten. So steht es in einem Antrag der AfD-Fraktion. Darin fordern die Abgeordneten der AfD die Bundesregierung auf, alle internationalen Abkommen und Vereinbarungen, aus denen sich für die Bundesrepublik Deutschland Verpflichtungen mit Bezug auf den Klimaschutz
oder die Reduzierung von CO2-Emissionen ergeben, schnellstmöglich und ersatzlos zu beenden und keine künftigen Verpflichtungen mehr hierzu einzugehen. Die Wissenschaft sagt ganz eindeutig, wir werden den Planeten zerstören. Wir werden uns töten, wenn wir nicht deutlich mehr handeln. Es wird zu einer richtig ekligen Spirale kommen, wenn wir nicht mehr tun. Das ist keine Meinung, das ist wissenschaftlicher Konsens. Und ja, die aktuelle Regierung unternimmt auch laut der Wissenschaft immer noch zu wenig. Aber die AfD ist ja so auf dem Grind. Ja, lass uns alle klimaschützenden Maßnahmen einfach beenden, weil menschengemachter Klimawandel? Nee, das sind Fake News. Ich komme nicht drauf klar, wie man so sein kann. Wenn man Bock auf Politik hat, die zu Dutzenden Millionen Klimaflüchtlingen allein in Deutschland führt, dann wählt man die AfD. Wenn man Bock auf Politik hat, die zu vermehrten Hungersnöten, Waldbränden und Flutkatastrophen führt, dann wählt man die AfD. Wenn man Bock auf Politik hat, die zu tausenden Hitzetoten allein in Deutschland führt, dann wählt man die AfD. Wenn man Bock auf Politik hat, die zu Ressourcenkriegen und Nahrungsmangel führt, dann wählt man die AfD. Wenn man jedoch möchte, dass wir, unsere Kinder und unsere Enkel vielleicht noch ein paar schöne Jahre auf dieser Erde genießen können, dann glaubt man der Wissenschaft und die AfD sollte für nichts und niemanden auch nur irgendwo eine Alternative darstellen. Die AfD wäre der sichere Untergang Deutschlands. Lol, manche Teile würden wirklich ein bisschen schneller untergehen. Es gibt natürlich noch massiv viel mehr Themen, die man bei AfD und Wissenschaftsfeindlichkeit anführen könnte. Ich packe euch einfach mal ein paar Schlagzeilen hier rein. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht, weil es gibt ja noch den kleinen Teil Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Angst vor allem, was nicht pur deutsch ist. Weiter geht's. Beim Thema der Menschenfeindlichkeit zählt auch eigentlich der komplette wissenschaftsfeindliche Part mit rein. Denn als Mensch zu leben braucht man einen Planeten. Und den Planeten kaputt zu machen, würde ich schon ein bisschen als menschenfeindlich betiteln. Aber die AfD ist nicht nur über die Zerstörung des Planeten menschenfeindlich. Nee, das sind sie auch sehr direkt. Und natürlich geht es da viel um Rassismus, aber auch eben um andere Themen wie Homophobie. Aber was sagt die AfD denn dagegen? Sie sind erstmal natürlich gegen die Ehe für alle. Die Ehe für alle macht gesellschaftlich keinen Sinn. Homo-Ehe für Flüchtlinge, nicht mit uns. Dazu sollen Homosexuelle auch keine Kinder mehr adoptieren dürfen. Und grundsätzlich sind sie schon gegen die Aufklärung, dass es sowas wie Homo- oder Transsexuelle überhaupt gibt, weil es angeblich die Kinder verwirrt und in ihrer sexuellen Orientierung verunsichern würde. Als wenn man plötzlich schwul werden würde, nur weil man weiß, dass es das gibt. Obwohl, vielleicht geht man ja wirklich ein bisschen eher oder überhaupt bekannt, dass man nicht hetero ist, weil man durch frühe Aufklärung halt eben weiß, dass man trotzdem ein komplett normaler, liebenswerter Mensch ist. Wenn einem schon früh beigebracht wird, dass man sich dafür halt eben nicht schämen braucht. Aber Aufklärung ist generell nicht so das Ding der AfD. Weil, wie wir vorhin ja schon hatten, alles was nicht Mann, Frau, Kind ist, ist keine normale Familie. Mehr sogar noch, es ist das Werk des Teufels. Aber auch die EU hat unsere Kinder im Blick. Sie ist fest in der Hand einer familien- und wertefeindlichen LGBTQ-Gender-Lobby. Und sie will uns, unsere Kinder, entfremden und sie für ihre teuflischen Ideologien einspannen. Wir dürfen unsere Kinder dieser Satansbrut nicht überlassen, liebe Freunde. Laut einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2023 werden übrigens ca. 10% aller Gen Z vom Teufel verführt worden. Aber wer es auch sehr direkt schwulenfeindlich haben möchte, für den habe ich jetzt auch was. 2016 wurde im Landtag von Sachsen-Anhalt darüber diskutiert, ob die Maghreb-Länder, also oben in Afrika, als sichere Herkunftsländer gelten sollten oder nicht, weil es dort halt eben Gefängnisstrafen für Homosexuelle gibt. Andreas Gehlmann, der für die AfD im Landtag saß, machte damals übrigens einen Zwischenruf, wo er meinte, das sollten wir auch in Deutschland machen. Also laut ihm sollten wir in Deutschland auch wieder Homosexualität unter Strafe stellen und Schwule und Lesben wegsperren. Einfach dafür, dass sie sind, wer sie nun mal sind. Ja cool, wer Bock auf die Zeit 1933 bis 45 hat, gibt dem Video bitte ein Dislike. Aber nicht nur gegen Homosexuelle möchte die AfD vorgehen. Die AfD findet nämlich, alles was vielleicht noch aktiv gegen Diskriminierung kämpft, nicht unterstützenswert. Sie wollen nämlich sämtliche Antidiskriminierungsgesetze einfach abschaffen. Die Alternative für Deutschland tritt für die Bewahrung bzw. Wiederherstellung der bürgerlichen Selbstbestimmung im Zivilrechtsverkehr ein. Deshalb lehnen wir sogenannte Antidiskriminierungsgesetze ab. Daraus würde einfach die Erlaubnis zur Diskriminierung entstehen. Dass zum Beispiel einer Frau mit Verweis auf ihr Geschlecht die Beförderung verwehrt wird, gehört dann genauso wieder zum zentralen Grundwert einer freiheitlichen Zivilrechtsordnung, wie einem schwulen Paar die Wohnung nicht zu vermieten oder den Ausländer im Café nicht bedienen zu wollen. Aber auch andere Zitate von AfD-Abgeordneten hitten einfach anders. So meinte dieser Kreistagsabgeordnete hier, dass Frauen einen Vormund bräuchten, oder dieser Kollege hier wünscht einer 18-Jährigen einfach, dass sie vergewaltigt wird. Hoffentlich würde dich ein Schwarzer so richtig dran nehmen, ohne dass du das möchtest.
dann wirst du vielleicht normal im Hirn. Ja, cool. Wer übrigens mehr von solchen Zitaten sehen will, hier, tobt euch im Quellendokument aus. Ich find's einfach nur abartig. Genauso wie das nächste Thema, Rassismus. Und Triggerwarnung, jetzt wird's ziemlich eklig. Fangen wir beim Thema Rassismus doch erstmal bei ein paar Zitaten von AfD-Leuten an, um so zu gucken, wie die so drauf sind. Marcel Grauf, politischer Mitarbeiter eines AfD-Landtagsabgeordneten. Dass Muslime generell zu untermenschlichen Verhalten neigen, liegt schon an der Rasse. Oder was? Okay, das auch nur ein, wenn auch wichtiger, Mitarbeiter. Lass uns gerne auf das gehen, was AfD-Abgeordnete, also welche wirklich ein Amt haben, alles so gesagt haben. So meint dieser Landtagsabgeordnete zum Beispiel, dass man Menschen mit schwarzer Hautfarbe weiterhin N-Wort nennen sollte. Klassiker. AfD-Landtagsabgeordneter Andreas Winhardt erwähnte mal folgenden Satz auf einer Veranstaltung. Nachbarschaften näher küsst oder anhustet, dann muss ich wissen, ist der krank oder ist der nicht krank, liebe Freunde, und das müssen wir sicherstellen. Alter, Gesundheit? Wer von Ihnen eine Albaner Gruppe, nennen wir es mal so, ja, bei sich zu Hause pflegend haben will und in die Bude ausräumt, der wählt sie nicht um, meine Damen und Herren. Und wer das nicht will, der wählt die AfD. Ja, chillig. Alle Ausländer sind natürlich kriminell. Wer kennt's nicht? Oder natürlich auch dieser viel zitierte Klassiker hier. Das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln. Dieter Görnert, Stadtrat AfD Nürnberg. Es gibt natürlich noch massiv viel mehr rassistische, menschenfeindliche Aussagen von AfD-Politikern. Das Ding ist nur, wir haben jetzt hier nicht die Zeit, das alles durchzugehen. Deswegen blende ich jetzt einfach mal Frame für Frame eine menschenfeindliche, verfassungsfeindliche, rassistische Aussage nacheinander ein. Drückt einfach am PC Stopp, dann könnt ihr mit Punkt und Komma Zitat für Zitat selber durchgehen. Viel Spaß dabei, es ist einfach komplett widerwärtig, wie diese Partei drauf ist. Wer sich jetzt übrigens denkt, ey, solche Sachen sagen doch nur Nazis und wirkliche Rechtsextreme. Ja. Zum Beispiel den Parteivorsitzenden der AfD Thüringen darf man auch mit Gerichtsurteil öffentlich Faschist nennen. Und in mindestens 3 Bundesländern ist die Partei auch als gesichert rechtsextrem eingetragen. Und in der Jugendorganisation der AfD sieht's auch nicht besser aus. Das Ding ist, ihren Hass auf Muslime, Ausländer und alles, was nicht pur deutsch ist, müssen sie auch irgendwie begründen. Und dafür hat sich die AfD auch eine sehr schöne Masche ausgedacht. Und wie dumm sie sich dabei anstellen, gucken wir uns im nächsten Part an. Eine Masche dafür ist nämlich, ganz klar, Lügen. Ein prominentes Beispiel dafür ist, wie die AfD probiert, die Angst vor sexuellen Übergriffen zu nutzen, um Stimmung gegen Ausländer zu machen. 2018 hat Maximilian Krah, EU-Parlamentsabgeordneter, einen Artikel verfasst, in dem er Folgendes von sich gab. Seit dem 01.01.2018 wurden in Chemnitz 60 Frauen vergewaltigt. Die Polizei sagt 56 von Migranten, 4 von unbekannt. Was heftige Zahlen wären. Blöd nur, dass infolge seines Artikels Nachforschungen von der ARD angestellt wurden, weil die halt eben auch erschreckt von seinen Zahlen waren. Und da kam halt eben raus, dass die Polizei erstens diese Zahlen nie veröffentlicht hat und zweitens sie auch einfach nicht stimmen. Eigentlich waren es nämlich 14 statt 60 Vergewaltigungen und 12 der Fälle konnten auch von der Polizei aufgeklärt werden. Aber komischerweise fand die Polizei raus, dass 9 der 12 Vergewaltigungen von Deutschen begangen wurden und 3 von Nichtdeutschen. Und aus 56 Ausländern wurden 3. Hört sich die Story schon wieder ein bisschen anders an, ne? Und auch andere Fakten denkt sich Maximilian Krah einfach aus. Wie hier, als er behauptet, dass die meisten Flüchtlinge, die seit 2015 nach Deutschland kamen, immer noch Bürgergeld bekommen würden. Es geht darum, dass seit 2015 über 10 Millionen Menschen in dieses Land gekommen sind. Die meisten von denen leben immer noch vom Bürgergeld. Und das Ding ist, das ist einfach eine dreiste Lüge. Wer die Zahlen checken will, hier sind die Quellen. Dazu ist hier noch ein Diagramm, welche Nationalität gerade die meisten Sozialleistungen bekommt. Sind by the way nach den Deutschen die Ukrainer, weil dann eben noch recht frisch hier sind und viele von denen auch noch gar nicht arbeiten dürfen. Nur kurz so ein bisschen zur Erklärung. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass Max die faktisch richtigen Zahlen auch kennt. Aber sowas hört sich natürlich für die Menschen, die gerade mit ihrem Leben, ihrer finanziellen Situation oder whatever unzufrieden sind, gut an, um einen Schuldigen für ihre Situation zu finden. Und auf genau sowas zielt die AfD oder in dem Fall jetzt eben Maximilian Krah ab. Einfache Antworten auf komplexe Fragen, ein klares Feindbild für deine Sorgen, was dem Endeffekt nichts bringen wird. Aber okay, wir haben jetzt geklärt, dass die AfD den Ausländern nicht so geil findet, probiert ihn als klares Feindbild der Deutschen darzustellen und loswerden will.
Aber was hat die AfD denn mit Menschen mit Migrationshintergrund vor, die sie hier nicht so toll finden? Abzuschieben, abzuschieben, abzuschieben. Mein Name ist Arnold. Das A steht für Abschieben. Was wir brauchen, das sind Pushbacks. Egal, was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Das Thema Abschiebung von Immigranten ist ein elementarer Bestandteil des Parteiprogramms der AfD. Sie haben dieses Jahr sogar, no joke, einen Kalender mit den schönsten Abschiebeflugzeugen rausgebracht, mit so pseudolustigen Sprüchen drauf. Unser Abschiebekalender. Die 12 schönsten Abschiebeflugzeuge haben wir von der AfD-Landtagsfraktion gesammelt, mit verschiedenen Sprüchen natürlich. Zum Beispiel Recht auf Heimaturlaub, nur mit One-Way-Ticket oder Deutschland zuerst heißt Remigration. Oder mein ganz persönliches Highlight ist, zu Hause ist es auch schön, wir fliegen euch zurück. Ey, ich dachte zuerst, das sei ein Satire-Account. Ey, wäre ein gelungener Gag gewesen. Aber es ist einfach ein echter AfD-Politiker, der das ernst meint. In welcher Weise aber rechtsextreme AfD-Politiker und Mitglieder abschieben wollen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen willkommen zum Geheimplan. Freunde, so grob werden es viele mitbekommen haben. Es gab mit hochrangigen AfD-Mitgliedern ein geheimes Treffen. Zwar waren auch Leute aus dem Flügel der CDU, der Werteunion mit dabei, aber die meisten Politiker, die vor Ort waren, waren von der AfD. Also vor Ort waren Ulrich Siegmund, Landtagsabgeordneter der AfD, Bundestagsabgeordnete Gary Huy, Tim Krause, stellvertretender Vorsitzender im Kreis Potsdam und Roland Hartwig, welcher Alice Weidels persönlicher Berater war. Eingeladen wurde von einem ganz klar offenen rechtsextremen Dude und einem Investor mit folgenden Worten. Es bedarf Patrioten, die aktiv etwas tun und Persönlichkeiten, die diese Aktivitäten finanziell unterstützen. Für eine Teilnahme wurde eine Mindestspende von 5.000 Euro empfohlen. Im Gegenzug würde bei dem Treffen ein Geheimkonzept im Sinne eines Masterplans vorgestellt werden. Von keinem geringeren als Martin Sellner, dem rechtsextremen Gesicht der identitären Bewegung Österreichs. Aber worum ging es denn bei diesem Masterplan und Geheimtreffen? Mit diesen Worten hier hat es die Tagesschau erklärt. Sellner soll bei diesem Treffen ein Konzept vorgestellt haben, mit dem man langfristig gedacht nach einer anvisierten Regierungsübernahme der AfD Menschen auch mit deutschem Pass aus dem Land vertreiben könne. Demnach sollen maßgeschneiderte Gesetze erlassen werden, um erst Geflüchtete, dann deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund und auch unliebsame Deutsche, die sich zum Beispiel für Flüchtlinge einsetzen, loszuwerden. Umgesetzt werden soll der Plan auch mit Hilfe eines Musterstaates in Nordafrika. Aber was würde das jetzt bedeuten? Erstmal, du bist Flüchtling aus dem Kriegsgebiet. Sorry, Bro, für dich wäre dann hier jetzt kein Platz mehr. Du bist hier in Deutschland aufgewachsen, mit der deutschen Kultur groß geworden, sprichst auch nur Deutsch, aber hast noch eine andere Staatsangehörigkeit? Sorry, müsste es auch gehen. Ey, du bist pur Deutsch, bist hier geboren, hast nur die deutsche Staatsangehörigkeit. Kannst nur Deutsch als Sprache, bist vielleicht auch christlich unterwegs, was auch immer. Aber deine Eltern sind vor 20 Jahren aus der Türkei hier eingereist? Nee, warte mal. Nur ein Elternteil ist vor 20 Jahren aus der Türkei hier angereist? Ach, schade. Müsstest du jetzt auch leider den Flieger nehmen. Oder auch Leute, die pro Flüchtlinge sind, vielleicht einen bei sich aufgenommen haben. Sorry, aber so soziale Deutsche wollen wir hier nicht haben. Das wären dann übrigens, wie ihr euch denken könnt, eine Menge Menschen, die dann abgeschoben werden würden. So circa 20-30%, je nachdem, wie viele Bio-Deutschen auch gehen müssten. Dazu kann das natürlich jetzt auch kompletter Zufall sein, aber auch ein Björn Höcke, also ein Spitzenkandidat der AfD, spricht auch davon, dass Deutschland mit 20-30% weniger Menschen gut auskommen würde. Wenn man Recht und Gesetz durchsetzt, konsequent durchsetzt, würde das bedeuten, dass wir die Zahl der illegalen Migranten in Deutschland um einige Millionen reduzieren können. Wir werden auch ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Die Rede von Höcke war übrigens im Dezember, also vor Release der Korrektivreportage, aber nach dem Geheimtreffen der Nazis, welch halt eben im November war. Ey, das kann natürlich ein kompletter Zufall sein, dass er von denselben Dingen redet wie im Geheimtreffen, aber Fakt ist, nicht nur irgendwelche Randoms reden von 20-30% weniger Menschen in Deutschland, auch Spitzenpolitiker mit Regierungsabsichten. Die AfD will also Menschen in Millionenhöhe deportieren. Und das ist halt auch eben kein Geheimplan mehr, sondern ein Versprechen laut einem Bundestagsabgeordneten. Zwar distanziert sich die AfD gerade öffentlich von diesem Geheimtreffen, was danach übrigens echt interessant anzusehen ist. Es gab ja danach eine Menge Demos gegen Nazis und gegen Faschisten und gegen Rechtsextreme. Über 1 Million Menschen sind auf die Straße gegangen. Ihr habt alle die Bilder gesehen, war sehr krass, was da abging. Aber Teile der AfD werfen jetzt den Demonstranten
und den öffentlich-rechtlichen Medien vor, dass die Bilder, die wir gesehen haben, gefälscht seien. Björn Höcke schrieb dazu: Bestellte Massen demonstrieren gegen die AfD, doch bei den in den Medien veröffentlichten Bildern fallen inzwischen zahlreiche Fälle von Bildmanipulation auf. Warum haben sie das nötig? Also erstmal waren das keine Demos gegen die AfD, sondern gegen Faschos und Rechtsextreme. Aber gut, du hast es jetzt mit der AfD gleichgesetzt, können wir gerne so lassen. Und zweitens, wie kann man so verzweifelt sein, dass man leichteste Perspektive nicht versteht? Also hier einfach nochmal ganz kurz eine Animation zur Verdeutlichung. Ey, wie kann das etwas sein, worüber wir mit Spitzenkandidaten von einer großen Partei diskutieren müssen? Ich check's nicht. Das war jetzt zwar nur ein kleiner Exkurs, wie AfD-Politiker mal wieder drauf sind. Ein bisschen über die Lachen muss ja auch sein. Vor allem, wenn wir jetzt zu einem der letzten Parts kommen. Und zwar, wie viele Parallelen es zwischen Hitlers Taten und AfD-Forderungen gibt. Weiter geht's. Fangen wir erstmal mit dem Plan an, ein Gebiet außerhalb Deutschlands zu finden und dort alle hinzudeportieren, die gegen die eigene Gesinnung sind. Weil das ist keine kreative Eigenleistung, das ist 1:1 von den Plänen der Umsiedlung Millionen Juden im Dritten Reich abgeguckt. Diese sollten damals nach Afrika ins Exil geschickt werden, bevor man sich halt eben dazu entschieden hat, Arbeits- und Konzentrationslager im eigenen Land in die Tat umzusetzen. Vielleicht erinnert euch dazu noch an die HIPU, also Hilfspolizei, oder auch SA genannt, die unter Hitler politische Gegner verhaftet oder auch verschleppt haben. Die dazu auch die richtige Polizei kontrolliert haben, sollten sie politisch unzuverlässig sein. Ja, und genauso eine HIPU oder SA genannt, wollen AfD-Politiker wieder einführen. Nur nennen sie es diesmal ein bisschen anders. Die AfD sollte in das Landtagswahlprogramm hereinschreiben, dass wir eine Reservepolizei aufstellen und dass ich die also aktivieren kann, weil die Sache ist mein Land, jetzt sorge ich immer für Ordnung. Das heißt, wir müssen dahin zurück, wo es, das geht, versprochen, das geht. Ja, was soll nur schiefgehen, Leute mit Waffen rauszusenden, die keine Polizeiausbildung genossen haben, aber ihnen ähnliche Handlungsbefugnisse zu geben wie die Polizei. Nee, ich kann mir gar nicht vorstellen, was da schiefgehen soll. Und grundsätzlich schirmt sich die AfD auch nicht wirklich von Hitlers Zeit ab. So spricht Parteivorsitzende Weidel davon, dass die Befreiung von Hitlers Diktatur und den Nazis damals die Niederlage Deutschlands wäre. Also hier die Niederlage des eigenen Landes zu befeiern. Womit sie sich einfach klar auf die Seite der Nazis positioniert. Und auch Maximilian Krah meint, wir sollen stolz auf unser Land sein und unsere Vorfahren wären keine Verbrecher. Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein. Also klar, dein Opa muss jetzt kein Krimineller gewesen sein, ne? Das will ich gar nicht sagen. Aber unsere Vorfahren von uns Deutschen waren halt eben auch Nazis. Dazu, weiß nicht, die Ermordung von 5 Millionen Juden würde ich schon irgendwie als Straftat sehen. Aber mal ganz kurz Joke beiseite und ein kleiner Rant von mir. Dieser Maximilian Krah ist kein random Politiker der AfD. Der ist Spitzenkandidat für die AfD im EU-Parlament dieses Jahr. Wie kann es sein, dass wir in der Gesellschaft eine Partei akzeptieren, die klare Nazis, die den Genozid an 5 Millionen Juden ausgeübt haben, als keine Verbrecher sehen? Also, what the fuck, wie kann jemand mit so einem Moralverständnis es überhaupt erlaubt sein, Politik zu machen? Also, wirklich, es ist so viel falsch dabei, aber... ist auch nur meine Meinung. Gehen wir aber noch mal ganz kurz zum letzten Punkt, bevor wir gleich zum Fazit kommen. Was könnte passieren, wenn die AfD Deutschland regiert? Und wie fähig wären sie zu regieren? Die eine Frage kann man natürlich nur mutmaßen, so klar, einzelne Sachen werde ich euch dazu auch zeigen. Aber neben dem, was passieren könnte, gibt es halt eben das erste Fallbeispiel, was wirklich passiert, wenn die AfD in Regierungsverantwortung ist. Denn Hannes Loth von der AfD wurde zum Bürgermeister in seinem Ort gewählt. Und man kann sich nicht ausdenken, wie mies dieser Kollege nach nur einem halben Jahr Regierung schon reingeschissen hat. Hannes Loth hatte nämlich in seinem Wahlkampf unter anderem folgende Versprechen an seine Bürger. Erstens, er wolle die Beiträge für Kitas senken. Außerdem wollte er Vereine stärken. Das lokale Feuerwehrhaus sollte saniert werden und die Hundesteuer sollte niedriger werden bzw. auf keinen Fall erhöht werden. Das waren Punkte in seinem Wahlkampf. Und was ist passiert? Das Feuerwehrhaus, das er sanieren wollte. Ach, man braucht dafür Geld? Ja, okay, dann. Nee, dann wird das nichts mit sanieren. Vereine unter die Arme greifen? Ach so. Ja, shit, geht auch gerade nicht. Ja, ist eine blöde Lage.
Man braucht ja Geld, um das zu machen, aber man könnte ja als Stadt mehr Geld verdienen, wenn man einfach die Hundesteuer erhöht. Gut, die wollte man zwar senken und man hätte damit gelogen, aber egal. Ach, und Kita-Gebühren, die Partei verspricht, komplett abzuschaffen und die Hannesloh zumindest senken wollte? Ja, scheiße, was machen wir mit denen? Ich habe eine Idee. Lass die einfach mal um 60% erhöhen. Kein Scheiß, genau das ist passiert. Laut der linken Politikerin Heidi Reich-Hinnick wären das übrigens für Familien mit Hund, Haus und Kind Mehrkosten von 1.000 Euro im Jahr. Für Familien mit Haus, Kind und Hund sind das Mehrkosten von 1.000 Euro im Jahr. AfD, die Partei, die sich auch um deine Familie kümmert. Das Ding ist, ich würde dir auch mehr Beispiele von AfD in der Regierungsverantwortung zeigen. Ist aber halt das einzige Beispiel, was es gerade gibt. Dazu habe ich lange überlegt, wie man den Punkt, was würde passieren, wenn die AfD Deutschland regiert, so faktenorientiert rüberbringen kann, wie es halt eben nur geht. Und natürlich, so ein paar Dinge kann man auch ganz klar sagen, wie das 40% der Bürger ihre Rente erst nach dem 70. Geburtstag bekommen würden. Jeder fünfte von denen würde übrigens vor Renteneintritt schon tot sein. Nice, Geld gespart. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auf. Ärmeren werden mehr Steine in den Weg gelegt. Diskriminierung nimmt weiter zu, weil es halt legal wird. Die Wehrpflicht wird wieder eingeführt. Viel mehr Menschen werden mit Waffen in der Hose rumrennen, um sich selbst zu schützen. Die Argumentation funktioniert in den USA ja schon sehr gut. Man tritt aus der EU aus. Hat ja in Großbritannien schon so gut funktioniert. Ach, und solltest du eine unglückliche Ehe führen und keiner baut darin Scheiße, ja, musst du halt in der Ehe bleiben, weil scheiden darfst du dich nicht mehr so leicht. Ach, und wenn du in Deutschland geboren bist, hier die Sprache lernst, die Kultur kennenlernst, was auch immer, deine Eltern aber eben aus einem anderen Land kommen, kriegst du keinen deutschen Pass mehr, weil das Geburtsrecht abgeschafft wird. Das sind alles Dinge, die die Partei sehr klar umsetzen möchte. Was aber halt eben nicht klar ist, was passiert wirklich mit dem Land. Laut der Pläne des Geheimtreffens sollen ja 20-30% weniger Menschen in hier leben. Und klar, man könnte jetzt sagen, dass jede dritte Pflegekraft dann weg ist. Haben wir eh genug von. Joke, haben wir nicht. Oder auch jeder fünfte Arzt wäre dann weg. Ach nee, sind ja nur die, die nicht in Deutschland geboren sind. Die mit Migrationshintergrund sind ja doch deutlich mehr. Aber, ja, wer braucht die schon? Nee, aber mal wirklich. Was passiert mit einem Land, wenn 20-30% weniger Menschen plötzlich hier leben? Björn Höcke meinte zwar, dass wir das easy hinbekommen würden, weil, keine Ahnung, er hat das scheinbar schon durchgerechnet oder so. Wir werden ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Ich bin mir aber nicht so sicher und will deswegen jetzt auch keine dollen Mutmaßungen anstellen. Außer, dass ich mir sehr sicher bin, dass dieses Land komplett untergehen wird. Wirtschaftlich, sozial, ey. Und auch geografisch an einigen Orten ein bisschen schneller. Fazit. Es ist gerade nicht kurz bevor etwas Schlimmes in diesem Land passiert. Es hat schon längst angefangen. Wir sind in einer Zeit, in dem Rechtsradikale, wie damals die Nazis, planen, Menschen, die nicht in ihre Weltanschauung vom Deutschen passen, loszuwerden. Selbst Holocaust-Überlebende sagen gerade, dass es damals genauso angefangen hat wie jetzt. Dazu, um es mal mit einer kleinen Metapher ein bisschen deutlicher zu machen. Wenn man 5 Minuten in der prallen Sonne steht, geht's dem Körper eigentlich noch ganz gut. Kommt der easy mit klar. 20 Minuten in krasser Sonne, ja, man sollte so langsam reingehen, sonst bekommt man Sonnenbrand. Und wir stehen mit unserem metaphorischen Körper, mit Deutschland, seit Stunden in der Sonne, haben schon einen Sonnenbrand, aber bewegen uns trotzdem irgendwie nicht Richtung Schatten. Aber was kann man nun aktiv machen, um den kompletten Körper zu überzeugen, sich langsam mal reinzubegeben? Erstmal, Aufklärung ist immer eine gute Sache. Zeigt das Video hier super gerne Bekannten, Familienmitgliedern, Freunden und vor allem auch gerne Leuten, bei denen ihr, nett gesagt, denkt, ja, so ein Video wird denen mal ganz gut tun. Aber auch abseits von Familienmitgliedern, teilt das Video sehr gerne, packt es in eure Story, schafft die Interaktion, dass das Video hier weiter vorgeschlagen wird. Dazu gab es ja bundesweit immer mal wieder Demos gegen Rechtsradikale. In der Videobeschreibung ist ein Link zu einer Seite, die euch immer up-to-date hält, wo halt eben gerade welche Demo ist. Aber abseits davon ist das effektivste Mittel, niemals ein Kreuz bei der AfD zu setzen. Bei der Frage, was ihr wählen sollt, ey, ich habe bei der Zerstörung der CDU mitgewirkt. Dazu habe ich euch gerade gezeigt, dass auch Teile der CDU, der Werteunion, auch bei diesem Geheimtreffen mit dabei waren. Da bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen bei der Partei. Aber tut mir vor allem einen Gefallen. Setzt niemals ein Kreuz bei der AfD. Schließt diese Partei aus sämtlichen Alternativen für euch aus. Sie ist vielleicht eine Alternative fürs Denken, aber keine Alternative, was unsere Gesellschaft irgendwie verbessert oder gar voranbringt. Dazu weiß ich, dass ich mich mit so einem Video hier natürlich bei keiner kleinen Menge an Menschen echt unbeliebt mache, vielleicht sogar zum Feind mache. Ey, das gehört zum Stellung beziehen dazu. Aber wenn in ein paar Jahren vielleicht wirklich
Rechte, Neonazis und Faschisten an die Macht kommen sollten, Geschichte sich nach knapp 100 Jahren wiederholen sollte, kann ich aufrichtig in den Spiegel schauen und sagen, ich habe mein Bestes gegeben, damit dieses Land nicht wissenschaftsfeindlichen, menschenverachtenden Faschisten in die Hände fällt. Und ich hoffe, ihr könnt es dann auch von euch behaupten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt.